Willkommen zu meinem alljährlichen Weihnachtsspecial, was ich ja auch die letzten Jahre oder die letzten beiden Jahre immer gemacht habe, wo ich euch ein bisschen was erzählt habe, was war und was kommt. Das möchte ich auch dieses Jahr wieder fortsetzen. Und dieses Jahr möchte ich so ein bisschen über ein neues Mikrofon sprechen, also Equipment-Erweiterung auf meinem Kanal, dann Pläne, die ich habe, einen kleinen Jahresrückblick, was dieses Jahr wieder passiert ist und ein bisschen über Nintendo sprechen, denn das ist ja ein Gaming-Kanal. Also ich werde mir demnächst ein neues Mikrofon zulegen. Das ist das Sennheiser MK4. Das ist wieder ein Großmembran-Mikrofon von Sennheiser diesmal. Ich sag nicht, dass das T-Bone hier schlecht ist. Auf keinen Fall. Das stimmt. Sennheiser hat lediglich den Vorteil, dass der Klang ein bisschen wärmer ist. Also vom Mikrofon her. Ich finde, das passt ein bisschen besser zu meiner Stimme, weil dem T-Bone doch nachgesagt wird, dass es ein ziemlich kalter Sound, ein bisschen blechernd ist. Und Sennheiser ist da ein bisschen wärmer, ein bisschen voller. Klingt ein bisschen, sagen wir mal, harmonischer. Und das werde ich mir demnächst holen. Wird auf meinem, entweder auf diesem Kanal oder auf dem Hardware-Kanal, wird da ein Unboxing zu erscheinen. Review werde ich da nicht zu machen, weil ist ein Mikrofon. ja, ein paar Tests. Und dann habe ich mir auch eine PS4 geholt letztens. Habe ich ja Unboxing-Video zu gemacht, Einrichtungsvideo. Ich bekomme noch ein Spiel davon. Und zwar Just Cause 3. Das werde ich let's playen. Ich werde da morgen mit anfangen. Ob dann morgen Mittag oder Samstag ein Let's Play-Part dazu kommt, weiß ich noch nicht. Ich nehme es aber morgen auf. Oder vielleicht auch schon heute Abend. Mal schauen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Dann wird demnächst GTA 5 weitergeführt, ein Kumpel, der schon in den ersten beiden Parts dabei war, allerdings auf dem PC, jetzt halt auf der PS4, in 1080p, nicht in 2K oder 1440p. Ich werde mit Until Dawn wahrscheinlich weitermachen, auch. Also ich bin mir nicht ganz genau sicher, ob ich das jetzt von 9 anfangen soll. Dass ich das alleine let's playe oder wieder zusammen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, wie das laufen soll. So als kleinen Vorschlag, was euch so, ja, interessiert, sag ich mal. Dann habe ich mir zwischendurch mal die PS4-Kamera bestellt. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Es ist halt wie auf der PlayStation 2 oder früher schon eine Kamera, wo ihr diese Bewegungssteuerung oder diese Motion-Steuerung machen könnt, wo ihr mit der PlayStation interagieren könnt, mit diesem Controller. Hier ist ja dieses Licht verbaut und da werde ich vielleicht mal so ein kleines Review zu machen. Ja, bin ich eigentlich ganz mit zufrieden. Ich nutze die aktuell für diese Gruselaufnahmen in Until Dawn. Denn wenn Schreckmomente kommen, dann zeichnet die 5 bis 10 Sekunden Video auf und das ist manchmal ganz amüsant, das zu schauen. Ansonsten könnt ihr die für ein paar andere Spiele benutzen oder auch Playroom, was in der PS4 schon mit eingebaut ist oder vorinstalliert ist. Ist aber nichts Großartiges. Ja, ein bisschen Spielerei einfach. Dann möchte ich zu dem Jahresrückblick kommen. Ich werde das Video auch so 15 bis 20 Minuten machen. Und damit ihr Bescheid wisst. Und jo. Ihr habt ja wieder ein schönes Bild da.
was ich gemacht habe, muss ich mir gleich mal überlegen, wie ich das baue, anstelle, wie auch immer. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video bis hierhin. Dann komme ich nämlich jetzt zu dem Jahresrückblick. Angefangen im März, April, da springen wir jetzt einfach mal hin, habe ich mit dem E-Piano von Yamaha, blende ich euch ein Arius YDP 142, ist ein großes Standpiano, also ein richtiges Möbelstück schon. Damit hatte ich ja angefangen, dann weiter Klavier zu spielen und ich verbinde es aktuell ja immer mit meinem Laptop, mit Synthesia, spiele da ein bisschen, übe natürlich weiter, klar. Hatte vorher dieses normale Keyboard. Ich kann euch ja mal ein Video verlinken, unten, wo ich ein Cover aufgenommen habe mit dem Arius. Klingt ganz gut, also für den Preis, schönes E-Piano, kann ich nur empfehlen. Ansonsten hatte ich mir im Ende April oder Mai mir ein neues Bett geholt, weil mein altes Bett zu klein war und außerdem schon mindestens 15 Jahre, glaube ich. Also schon sehr alt. Und ja, es musste mal ersetzt werden durch ein neues. Jetzt habe ich mir ein größeres Bett geholt. Ein 1,40 Meter mal 2 Meter Bett. Vorher hatte ich nur ein Meter Bett mal 2 Meter. War ein bisschen klein. In diesem Bett könnte man auch mit zwei Personen schlafen. Und ja, also bin ich für die Zukunft ein bisschen gewappnet, sag ich mal so. Muss ja mal so ein bisschen am neuesten Stand sein, ne? Dann irgendwann so Mitte bis Ende des Jahres, ich glaube das war so Juli, bevor ich, nachdem ich dann im Mai 18 geworden bin, so. Und ich muss euch sagen, es fühlt sich gut an, 18 zu sein. Man darf auf jeden Fall mehr und hat in gewissen Situationen Vorteile, wenn man denn 18 ist. Zum Beispiel die ganzen Filme ab 18, die Spiele ab 18 und andere Dinge ab 18. Also ist ganz witzig, sag ich mal so. Und ja. Und im Juli habe ich mir dann, oder August, weiß ich gar nicht, habe ich mir ein Sound-Interface geholt oder ein Audio-Interface, wovon ich auch auf meinem Hardware-Kanal ein Video gemacht habe. Ein Tascam US2X2. Mit dem nehme ich gerade übrigens auch auf, denn bei meinem Mischpult, was ich vorher hatte, fand ich den Sound irgendwie grässlich nach einer Zeit. Weil diese Mikrofon-Ports waren nicht wirklich gut zum Aufnehmen, die rauschten und so. Und das Ding nahm ja auch einfach zu viel Platz auf meinem Schreibtisch weg, weil ich eh nur noch den Mikrofonport brauchte. Habe ich mir überlegt, was ich denn machen soll, ob ich auf ein kleineres Mischpult umsteigen soll und so. Habe ich dann alles sein gelassen und mir ein USB-Sound-Interface geholt, womit ich dann nur noch aufnehmen kann. Und ich muss sagen, es reicht mir. Ich bin zufrieden. Super Qualität, klarer Klang, kein Rauschen mehr. Auch mit dem T-Bone super Zusammenspiel. Ja, und gleich kommen wir noch zu was anderem, denn ich nutze das Interface auch mit meinem Kopfhörer. Erkläre ich aber gleich noch was zu. Und später im August, so gegen Ende des Jahres, September, weiß ich gar nicht, habe ich mir die Z906 geholt. Das 5.1 Surround-System von Logitech. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Ding. Also der Klang von dem Soundsystem ist für den Preis echt in Ordnung, für 300 Euro. Ihr habt wie gesagt 5.1, einen großen Subwoofer, der mächtig Bums haben kann, wirklich. Wenn irgendwie zum Beispiel in, nennen wir mal Fast Furious oder Pirates of Caribbean, Kanonenkugeln fliegen oder in Fast Furious Schüsse oder Action, dann macht der Subwoofer richtig Laune. Wirklich klasse.
zu Musik hören, ja gut, es reicht dafür, sagen wir mal so. Für richtige Audiophile oder wirklich die qualitativ was Gutes haben wollen, würde ich das nicht empfehlen. Für meinen Zweck reicht es. Denn für dieses Audiophile habe ich mir auch den Kopfhörer geholt. Aber wie gesagt, komme ich gleich zu. Dann hatte ich ja die PS4, die ich mir im November geholt habe, meine ich. Saturn hatte die im Angebot und dann habe ich sofort zugeschlagen natürlich. Ich habe irgendwie 289 bezahlt für die 500 GB Variante. Habe ich Unboxing von gemacht. Seht ihr auf meinem Kanal. Und ich muss sagen, tolles Teil, wirklich. Ich habe die ja vorher mal so ein bisschen so schräg angeguckt, sag ich mal. Weil PS4, ja, machen doch eh nur die Hardcore-Gamer und Ballerspiele bis zum Umfallen und was Gescheites gibt es da gar nicht für. Und ja, was soll ich damit? Brauche ich nicht. Genau, dasselbe mit der Xbox. Okay, Xbox ein bisschen gescheitere Spiele. Rest, nee. Und dann bin ich halt auf den Geschmack von GTA 5 gekommen, was ich ja vorher schon GTA San Andreas gespielt habe. Und damit hat angefangen. Dann natürlich auch Until Dawn, dieses Horrorspiel. War eigentlich der Grund, warum ich mir die PS4 geholt habe. Weil ich Until Dawn spielen wollte. Und auch GTA 5. Und ich habe den Kauf nicht bereut. Wirklich, eine tolle Konsole. Kann man mit Spaß haben. Vor allem auch das Blu-ray-Laufwerk da drin. Ist eine klasse Beigabe. Oder eine klasse Idee, wie auch immer. Weil somit brauche ich keinen externen Blu-ray-Player mehr. Oder so. Ich habe zwar einen den PC, aber die PS4 als Blu-ray-Player ist dann noch ein bisschen komfortabler. Ein bisschen besser. Von der Bedienung. Einfach CD rein, starten, spielen. Oder Film gucken. Fertig. Der Computer muss man ja wieder extra ein Programm dafür haben. Und Player und so weiter. Und ja. Nicht ganz so cool. deswegen finde ich da die PS4 schon ganz gut. Die Xbox ist auch gut, aber halt nicht mein Fall, weil die Spiele dafür mich nicht so ansprechen wie die PS4 halt. Und Sony, ja. Mein Vater hat sich früher mal eine PS1 geholt, PlayStation 1, Future Cup und Forsaken, Bastamove, wer die Spiele noch kennt. Also wirklich Bombenspiele, echt. Die alten Klassiker. Kann man immer wieder spielen. Zu X-Lands Alpha habe ich auch mal ein Let's Play gemacht, ein kleines mit 3 Parts. Oder Future Cup. Super, echt. Nur kann ich im Moment nicht mehr, weil ich meine Capture Card verkauft habe. Die normale. Und somit habe ich nur noch die im PC jetzt. Aber gut. Aktuell fehlen mir natürlich noch ein bisschen die Spiele. Ich habe ja schon mal gefragt, ob ihr mir irgendwas empfehlen könnt. Just Cause bekomme ich ja jetzt. Ich bin noch an Überlegen mit Little Big Planet, ob ich mir das vielleicht holen soll. Ansonsten bin ich gerne für eure Empfehlungen, Vorschläge offen. Und ihr könnt mich natürlich auch adden auf PS4. Mein Name ist Passi520, genauso wie auf der Wii. Also meine Online-ID könnt ihr eingeben, nach mir suchen und mir dann eine Anfrage schicken. Und ich werde sie dann bestätigen. Und dann sind wir Freunde. Joa. Achso, und natürlich habe ich das fast Wichtigste vergessen, meine Kamera. Ich habe mir im Juni, wie auch immer, eine Canon EOS 700D geholt. Weil ich halt diese speziellen Videoeffekte haben wollte und eine viel bessere Qualität, als es meine Fuji hatte. Keine Ahnung, wie die nochmal hieß. Außerdem ist die Canon viel ausbaufähiger. Das heißt, ich kann da bessere Objektive dran machen und bekomme dann noch ein bisschen bessere Bildqualität. Ein Mikrofon nutze ich ja von Sennheiser schon für die tolle Audioqualität. Und also kann man viel mehr ausbauen als halt die Fuji. Das war eine Bridge-Kamera. Das ist eine richtige Spiegelreflex. Also eine Profi-Kamera, sag ich mal.
obwohl es auch Einsteigergeräte gibt. Ich bin damit zufrieden, mache tolle Fotos, wirklich, ich habe ja schon im Urlaub damit jede Menge Fotos gemacht. Mein 100 Abonnenten Special habe ich damit auch gemacht. Tolle Quali, viele Objektive, viel Auswahl. Super, kann mich nicht beklagen. Zumindest für das Geld, was man dafür bekommt. Top. Man bekommt natürlich immer was Besseres, aber kostet halt auch mehr. Ne? Nochmal kurz zu dem Kopfhörer, bevor ich rübergehe zu Nintendo. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wer richtig audiophile Musik hören will, also richtig Musik mit Klangqualität, jedes Detail, ein Kopfhörer. Da habe ich mir den HD700 von Sennheiser ausgesucht. Das ist auch Sennheiser, Kopfhörer. Super, top Klangqualität, wirklich sauber, Klang, detailreich, bis zum Umfallen. Aber, wenn ihr euch denkt, okay, könnte ich mir mal anschauen. Mein Gott. Ihr braucht dafür einen Kopfhörerverstärker. Also entweder eine gute Soundkarte, Soundblaster ZXR, Asus Zona Essence STX oder Zona ST, irgendwie so. Also diese guten Asus Soundkarten mit einem Kopfhörerverstärker. Oder das Tascam kann den übrigens auch betreiben, denn der hat 150 Ohm. Das ist sozusagen die Spannung oder die Impedanz, der Widerstand, was der Kopfhörer hat. Und wirklich, es ist ein offener Kopfhörer. Das heißt, ihr hört Sachen von außen und wenn ihr Musik hört, hören andere, die neben euch sitzen oder in der Umgebung, hören das auch. Der schließt nicht ab oder sowas. Und der Kopfhörer ist wirklich ein analytischer. Das heißt, er filtert euch jedes Detail in der Musik raus. Solltet ihr also irgendwelche schlechten Audio-Tracks oder sowas haben, mit billiger Qualität, die sich vielleicht am Handy gut anhören, aber auf diesem Kopfhörer gar nicht, dann merkt ihr wirklich, wie schlecht die Audioqualität ist. Also wirklich nicht für jeden was. Und der Kopfhörer ist wirklich rein. Das heißt, nicht so wie Beats, der hat mega viel Bass, dafür sind die eigentlich bekannt, dass die Bass haben und trotzdem so einen halbwegs guten Klang oder guten Klang, wie auch immer, hat dieser Kopfhörer gar nicht. Also wenn Bass im Lied da ist, ist was da, aber ansonsten nicht. Der mancht nichts bei, so wie Beats. Also wenn ihr Beats mögt, mögt ihr den Sennheiser garantiert nicht. Glaube ich zumindest. Nur mal so am Rande. Und wie gesagt, damit höre ich jetzt halt Musik und ich bin super zufrieden. Für Näheres könnt ihr auf meinem Hardware-Kanal vorbeischauen, da werde ich demnächst ein Review dazu machen. Unboxing habe ich schon und ich habe auch schon ein Review zu dem HD650 gemacht. Das ist der Vorgänger von diesem HD700. Auch ein Top-Teil, auch teuer. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt gerne zu Nintendo ein bisschen kommen noch. Es gab ja dieses Jahr viele gute Spiele. Sagen wir es mal so, also Mario Maker, Mario Kart 8 und so weiter. Ich bin ja mal gespannt, was Nintendo jetzt daraus macht, aus der Wii U. Denn mit Mario Kart 8 wünsche ich mir eigentlich auch Mario Kart 9, ein neues Mario Bros, also ein Jump'n'Run. Mario Maker, ja, ist eigentlich was Einzigartiges, brauchen sie nicht fortführen, aber ein neues Mario 3D Jump'n'Run, zum Beispiel so ähnlich wie Mario 3D World, ja, 3D World, ein Nachfolger davon. Oder noch besser, Super Mario Sunshine HD Remake. Noch viel besser. Ich
Ich kenne das Spiel zwar eigentlich nicht, also flüchtig, sag ich mal. Aber ich würde es mir wünschen, dass Nintendo das machen würde. Und bin noch gespannt, was 2016 so auf den Markt kommt. Beziehungsweise ob nicht dann wieder eine neue Konsole rauskommt. Denn man hört ja immer mal wieder Gerüchte um Nintendo NX. Was auch immer das sein soll. Da kann ich nichts mit anfangen eigentlich. Ja, Nintendo hat mal spekuliert darüber, was es werden könnte, was es werden soll, wie auch immer. Genaueres weiß man aber irgendwie noch nicht. Oder wenn ihr genaueres wisst, schreibt es mal in die Kommentare, gebt mir Auskunft. Würde mich ein bisschen interessieren. Und dann natürlich der herbe Schicksalsschlag für Nintendo, dass Satoru Iwata gestorben ist. Wo ich die Nachricht gehört habe, war ich erstmal ein bisschen geschockt. Denn Satoru Iwata war wirklich ein netter Kerl, der Nintendo gut geführt hat. Das war ja der Chef. Oder Nintendo-Präsident war er ja. Er hat wirklich Nintendo zu dem gemacht, was es heute ist. Und es ist eine tolle Firma, wirklich. Für die, die Nintendo mögen, wirklich top. Super. Tolle Spiele. Wird nicht so schnell langweilig. Tolles Feeling, Musik, Gameplay. Klasse eigentlich. Und jetzt hat es ja ein neuer übernommen. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja. Bin trotzdem mal gespannt, was daraus wird. Und wie es denn so weitergeht. Auch mit dem Nintendo, also dem 3DS, der mobilen Spielekonsole, was Nintendo daraus macht. Denn nach 3D fällt mir eigentlich jetzt nicht mehr viel ein, was man noch bringen könnte. Also was noch besser als 3D ist. Okay, 4K. Was jetzt die Fernsehen haben und mehrere Kameras und so weiter. Aber Spiele in 4K, okay, am Computer gibt's die. Aber Nintendo, weiß nicht. Könnt mir mal auch eure Meinung dazu schreiben, was ihr so davon haltet. So Nintendo in 4K, Mario in 4K zum Beispiel. Das wäre nice. Doch, glaube ich schon, oder? Und, ja. Also ich bin wirklich gespannt, was Nintendo macht nächstes Jahr, also was 2016 so sein wird und auch wie sich die Technik überhaupt 2016 entwickeln wird, was neu auf den Markt kommt, was besser gemacht wird. Ja. Also, weiß ich nicht, bin mal gespannt. Und mal schauen, was wird. So, das war es eigentlich soweit mit meinem Weihnachtsspecial für euch, wo ich euch ein bisschen erzähle. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Themen, die ich so besprochen habe, was ich euch so gesagt habe. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Bedeutet mir viel für euren Support. an Aufrufen, Kommentaren, Views. Freut mich. Mit den Abonnenten, dass ihr aktiv seid auf meinem Kanal. Und dass ich euch Content liefern kann, ihr das annehmt auch. Ihr könnt natürlich jederzeit schreiben, wenn euch irgendwas nicht gefällt, wenn ich was besser machen könnte. Ich versuch's immer. Ja. Und da das Special jetzt auch schon lang ist, 25 Minuten fast, wünsche ich euch an dieser Stelle frohe Weihnachten. Lasst euch gut beschenken oder ich hoffe, euch gefallen die Geschenke, die ihr bereits bekommen habt, wenn ihr welche bekommen habt schon. Und verabschiede mich dann. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das müsste sein Just Cause 3.
das Let's Play auf der PS4. Bis zum nächsten Mal und nochmal frohe Weihnachten.